Stoß gegen eine feste Barriere . Die Barriere ist ein fester Block, von dem wir annehmen, dass er hier in Form eines Viertelkreises etwa abgerundet ist. So, das heißt also hier runter, Bogen, dann gerade drüber. Das ist also ein Viertelkreisbogen, das ist der feste Block, gegen den nun eine Scheibe stößt, die ein wenig schräg in der Vorderseite ist, vielleicht auch ein bisschen kürzer gemacht. Ein bisschen kürzer. Das ist die Scheibe, die dagegen stößt. Im Berührungspunkt tritt die Stoßkraft auf. Das ist der Punkt B. Die Normale in B ist der Normalvektor EN. Das ist Tangentialvektor ET. Und in dieser Richtung tritt die Stoßkraft auf. Der Schwerpunkt sei angenommen hier. S, die Abstände von S seien BN und BT genannt. Der Richtungswinkel der Normalen zur Fortrichtung zunächst sei Alpha, wobei die Fortrichtung hier blau eingezeichnet sei, das sei der Schwerpunkt S und die Geschwindigkeit sei V0. Mit V0 bewegt sich das Fahrzeug zur Barriere. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die Scheibe selbst, also die Schwerpunktsgeschwindigkeit V0, Scheibe, gegeben Masse, Trägheitsradius, Geschwindigkeit. Natürlich kennen wir auch den Winkel Alpha. Die Stoßrichtung, die ist durch den Winkel Alpha gegeben. Es ist die Stoßziffer bekannt, diese Epsilon, und es ist eine Reibung vorhanden, die Reibungsziffer sei mit μ gegeben. Die Kräfte, die nun auf den Körper wirken, im Stoß, sind die Kraft S normal, F normal, die Normalkraft. Und wir nehmen an, dass eine Gleitgeschwindigkeit in Richtung ET vorhanden ist, dann wirkt auf den Körper hier die Kraft F Tangential. In Summe, während der Stoßzeit wirken also diese beiden Kräfte und sie geben nun einen Stoß, den Antrieb. Der Antrieb für die Kraft Fn in der ersten Periode, erste Periode, Antrieb. Der wird mit S bezeichnet, das heißt, das Sn ist das Integral
von FNDT über die erste Stoßperiode von 0 bis TM. Also noch einmal Integral von 0 bis TM von F normal dt. Der Stoßantrieb in der tangentialen Richtung ist ja das Integral von Ft dt. Die Coulombsche Reifungskraft ist von μ mal Fn dt. Also kommt hier raus μ mal Sn. Das ist der Stoßantrieb in der tangentialen Richtung et. Das Ende der ersten Periode ist ja gegeben durch eine Geschwindigkeitsbedingung. Nämlich, es muss dann sein, die Geschwindigkeit im Punkt B in Richtung En muss 0 sein. Wir bezeichnen diese Geschwindigkeit zu Ende der ersten Periode für den bewegten Körper mit U. Also er hat drei Komponenten, U normal, U tangential und eine Drehung Phi Punkt U. Am Ende der zweiten Periode, am Ende des Stoßes, bezeichnen wir die Geschwindigkeiten mit W. Das heißt, W normal, W tangential und Phi Punkt Ende, Phi Punkt nach dem Stoß. Ich schreibe lieber jetzt ein E als ein N, weil das N und das U ziemlich gleich ausschauen. Also Phi Punkt Ende. Am Ende des Stoßes ist das die Drehgeschwindigkeit. Und wir betrachten nun den Impulssatz in den Richtungen EN und ET. Also, wir haben erstens die Kompressionsperiode. Kompressionsperiode in der Richtung EN, Impulssatz, bedeutet, Änderung des Impulses ist gleich Antrieb der Kraft. Änderung des Impulses in der Richtung EN heißt Impuls nachher, also am Ende der ersten Periode, minus Impuls vorher, am Beginn der ersten Periode, muss gleich sein dem Antrieb. Der Impuls nachher ist durch die Geschwindigkeit U in der normalen Richtung gegeben, UN. Am Anfang war die Geschwindigkeit, wenn Sie die Geschwindigkeit von 0 projizieren in die Richtung EN und ET, dann sehen Sie, am Anfang war es V0 mal Cosinus Alpha. Die Geschwindigkeit in Richtung EN. Und diese Änderung des Impulses ist gleich dem Antrieb der Kraft. Und Sie sehen, das FN wirkt dagegen, also muss ich schreiben, minus dem Integral Fn dt, also minus Sn. In der Richtung Et, der Impulssatz angeschrieben, M, Impuls nachher in Richtung Tangential. Wir haben gesagt, die Geschwindigkeit heißt Ut in Richtung Et, also am Ende der ersten Periode. Am Anfang war es V0 mal Sinus Alpha, also minus V0 Sinus Alpha. Und das ist gleich, Sie sehen auch hier, das Ft geht gegen die positive Richtung Et. Also muss ich jetzt den minus St. Und minus St, das ist so viel wie minus μ mal Sn. Das sind die beiden Komponentengleichungen des Impulssatzes. Des
Impulssatzes. Und nun haben wir ja in der Ebenenbewegung noch die Drehung um die Z-Achse. Wir nehmen also EZ und nehmen hier den Dreisatz. Und zwar so, dass wir sagen, Theta S, den Schwerpunkt, mal Phi-Punkt am Ende der ersten Periode, das haben wir mit Phi-Punkt U bezeichnet. Phi-Punkt U minus am Anfang, da war aber keine Drehung vorhanden. Am Anfang hätte das Fahrzeug nur die Geschwindigkeit V0 und keine Drehung. Und das muss gleich sein dem Antrieb des Momentes. Also Theta S, wenn ich die Drehung Phi-Punkt hier, ich zeichne sie vielleicht mit roter Farbe ein, damit man das genauer sieht, dann wäre das die Drehung Phi-Punkt in dieser Richtung. Ist gleich Summe der Momente. Und Sie sehen nun, die Momente wirken beide negativ. Das Fn dreht gegen die positive Richtung. Das heißt also Fn mal Bn minus. Und wenn ich über die Zeit integriere, ist es ja minus Sn Bn. Und das Ft am Hebel am Bt dreht auch in die Gegenrichtung zu Phi. Minus St mal Bt. Und das heißt jetzt, wenn ich das ST einsetze, ich kann SN herausheben, minus SN mal Gamma BN plus μ mal BT. Das ist also der Dreisatz. Oder der Drehimpulssatz, vielleicht sagen wir so. Drehimpuls um die Z-Achse. Die Änderung des Drehimpulses ist gleich dem Moment dieser Antriebe. Nun, für das Ende der Kompressionsperiode ist eine Geschwindigkeitsbedingung einzuhalten. Ende der ersten Periode. Und zwar ist das die Geschwindigkeitsbedingung. Die Bedingung lautet, dass die Geschwindigkeit des Berührungspunktes B hier, Bedingung, in der Richtung der normalen UB N, die muss 0 sein. Nun, wie ist die Geschwindigkeit jetzt zu ermitteln von UB? Die Geschwindigkeit des Punktes B besteht aus den beiden Geschwindigkeitskomponenten von S. Sie sehen, das ist UT und das ist UN. Und dazu kommt noch die Drehung Phi-Punkt U. Also ist die Gesamtgeschwindigkeit des Punktes B in der normalen Richtung U B N ist gleich U N. Das ist die Translationsgeschwindigkeit. Plus dem Anteil aus der Drehung Phi-Punkt U mal Bn. Das ist die Bedingung für das Ende der ersten Stoßperiode. Nun können wir das Un ja aus der Gleichung für En nehmen. Und das Phi-Punkt U, das habe ich aus der dritten Gleichung aus EZ, nicht, wenn wir diese drei Gleichungen anschauen. Und das muss jetzt 0 sein. Das heißt, es wird jetzt eingesetzt,
Wir setzen ein UN aus der Gleichung EN. UN ist gleich V0 Cosinus Alpha minus SN durch M. Das war das UN aus der ersten Gleichung. Und jetzt kommt noch dazu, plus Phi Punkt nachher mal BN. Nun, Phi Punkt nachher mal BN heißt, man nehme minus, weil da so oben steht ja plus, also minus SN mal BN mal durch, und dann haben wir gleich Theta S, mal Bn plus mu bt. Aus dieser Gleichung, wenn man das jetzt gleich 0 setzt, können wir das Sn ausrechnen. Hieraus muss das Sn folgen, und zwar Sn, also der Impuls Sn, kann daraus ausgerechnet werden. Wir müssen das jetzt zusammenfassen, die beiden Terme mit Sn auf eine Seite bringen. Dann werden wir noch das Theta S durch ein MIS Quadrat ersetzen, sodass wir die Masse hinausbringen. Also ich würde sagen, das Ganze muss jetzt so ausschauen. Sn ist gleich M mal V0 mal Cosinus Alpha und dividiert durch 1, die ganze Gleichung mit m multipliziere, 1 plus, und hier steht nun, bn durch is Quadrat mal Klammer bn plus mu mal bt. Und Sie sehen, das ist ein bisschen langer Ausdruck, den nehmen wir jetzt k. Wir sagen, das ist gleich v0 mal m mal Cosinus Alpha dividiert durch 1 plus k. Wobei wir also für das Theta s gesetzt haben, m mal IS Quadrat mit IS Quadrat als Trägheitsradius. Nun müssten wir an sich die zweite Periode nehmen. Die zweite Periode des Stoßes, oder wir könnten natürlich besser als zweites den Gesamtstoß nehmen. Zweitens den Gesamtstoß von Anfang bis Ende. Und dort die Komponenten des Impulssatzes formulieren wie vorher. Das heißt, wir brauchen hier nur das Sn ersetzen durch ein 1 plus Epsilon mal Sn. Weil das ist ja nichts anderes als das S1 plus S2. Also durch den Gesamtimpuls. Also noch einmal angeschrieben jetzt, Impulssatz, Gesamtsystem, Gesamtstoß, also über die gesamte Stoßzeit, der lautet nun so, En in der Richtung normal, Geschwindigkeit nach dem Stoß ist Wn, also der Impuls nach dem Stoß in der Richtung normal ist m mal Wn minus, am Anfang war er V0 Cosinus Alpha mal m, und das muss jetzt gleich sein, minus 1 plus Epsilon mal S1. In der Richtung tangente Impuls nachher mit Wt gebildet,
minus vorher war die Sinuskomponente, ist gleich, vorher die Sinuskomponente, ist gleich minus, und das ist eben mu mal S1, mal 1 plus Epsilon, S, ich habe ja Sn genannt, aber ich muss auch da Sn schreiben, und da fällt mir jetzt noch das Minus, so, dann sind das die beiden Komponenten des Impulssatzes, und dazu kommt noch der Strahlsatz, also der Impulsmomentensatz um die Z-Achse, Theta S mal Phi-Punkt am Ende, minus am Anfang, was aber 0, ist gleich dem gesamten Moment. Das Moment ist immer das Sn mal Bn, aber mit 1 plus Epsilon multipliziert und alles ist negativ. 1 plus Epsilon mal Sn mal Bn plus μ bt. Weil μ mal Sn, das ist das St. Und das sind die drei Gleichungen. Aus diesen drei Gleichungen wird jetzt ausgerechnet die Geschwindigkeit nachher, Wn, die in der Normalrichtung, die Geschwindigkeit in der Tangentenrichtung und die Drehgeschwindigkeit am Ende der Bewegung. Also aus der ersten Gleichung kann man direkt das Wn ausrechnen. Wn ist gleich. Dann steht rechts V0 mal Cosinus Alpha minus, jetzt ist jetzt Sn einzusetzen. Das Sn eingesetzt bedeutet nicht, ich muss ja Sn durch M bilden, Sn durch M, das ist V0 Cosinus Alpha durch 1 plus K. Also ich schreibe das jetzt so an, gleich so wie es da steht. Zunächst das 1 plus Epsilon und jetzt das Sn durch M. Dividiert die ganze Gleichung durch M. Dann seht ihr V0 Cosinus Alpha durch 1 plus K. Und das könnte man jetzt auf gemeinsamen Nenner bringen. Wenn man das Ganze auf einen gemeinsamen Nenner 1 plus K bringt, dann steht hier V0 Cosinus Alpha, das kann man rausheben. Dann steht hier 1 minus 1 plus Epsilon durch 1 plus K. Und das ist weiter gleich. V0 Cosinus Alpha, 1 plus K steht unten. 1 minus 1 geht weg, also K minus Epsilon. Das wäre die Geschwindigkeit nach dem Stoß. In der Normalrichtung. In der Tangentialrichtung habe ich Wt ist gleich aus der zweiten Gleichung V0 Sinus Alpha nach rechts. Und da steht hier minus μ mal 1 plus Epsilon mal Sn durch M mal V0 Cosinus Alpha durch 1 plus K. Und das ist weiter gleich, naja, ich schreibe also einfach hin, das sei V0 Sinus Alpha. Ich gebe V0, eigentlich müsste ich Cosinus Alpha herausheben, dann habe ich da den Tangens. Da lässt sich nicht mehr sehr viel machen. Ich schreibe es einfach hin, noch einmal V0 heraus. Naja. Cosinus Alpha noch einmal herausgehoben, dann könnte man sagen, dann steht hier Tangens Alpha minus μ mal 1 plus Epsilon durch 1 plus K. Naja, das ist nichts Besonderes. Und dann kommt noch die Drehgeschwindigkeit am Ende, Phi Punkt am Ende ist gleich minus 1 plus Epsilon
mal dem Sn. Sn steht hier m von 0 Cosinus Alpha durch 1 plus k. Dividiert durch Theta S, da schreibe ich jetzt MIS Quadrat, mal BN plus μ BT. Also könnte ich sagen, ist weiter gleich. Wenn Sie sich das K anschauen, da war das ja das BN plus μ BT durch IS Quadrat und oben noch ein BN, das M gekürzt. Also könnte man die Summe schreiben, das ist minus V0 Cosinus Alpha, die Drehgeschwindigkeit minus V0 Cosinus Alpha, mal 1 plus Epsilon, jetzt dividiere ich durch Bn und multipliziere mit Bn, dann habe ich da das K hergestellt, dann steht oben ein K und unten steht 1 plus K. Damit haben wir also den Geschwindigkeitszustand des Fahrzeugs oder der Scheibe nach dem Stoß berechnet. Die Geschwindigkeit des Berührungspunktes nach dem Stoß ist an sich sehr interessant. Die Geschwindigkeit von B nach dem Stoß, wir nennen sie mit WB, W, also eine Geschwindigkeit nach dem Stoß, das heißt WB normal. Die WB Normalgeschwindigkeit ist ja gleich W in der normalen Richtung, das ist die Geschwindigkeit des Schwerpunktes, und dazu kommt noch plus B mal Phi Punkt, also B normal, Phi Punkt am Ende. Und diese Geschwindigkeit muss ja kleiner als 0 sein. Das heißt, es wird abprallen, weil ja das Epsilon vorhanden ist. Von der Barriere hebt sich das Fahrzeug wieder weg. Es findet also ein Abheben statt. Wenn man das einsetzen würde, was kommt dann raus? Also man muss ein bisschen umständlich das Wn einsetzen, das Bn Phi Punkt E. Aber im Grunde, ja, abheben, könnte man das also durch Einsetzen leicht ausrechnen. Eine zweite Bedingung ist, wie schaut es aus mit der Geschwindigkeit von B in tangentialer Richtung? Die ist ja das W des Schwerpunktes plus Abstand mal E-Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit, Phi-Punkt E. Und die muss aber größer 0 sein, das heißt, sie muss weiterhin nach links gerichtet sein, größer 0, weil nur dann ja die Richtung der Gleittreibungskraft richtig angenommen war. Also das ist erforderlich. Damit die Richtung der Gleittreibungskraft stimmt. Richtung von FD Ansonsten würde er zwischendurch Geschwindigkeit in tangentialer Richtung 0 werden und dann würde das ja sozusagen verhacken, nicht? Das würde ja stehen bleiben in der tangentialen Richtung. Das heißt, das Gleiten würde ja dann beendet sein und dann gelten ja diese Gleichungen nicht mehr.